Eine gute Sache, ein paar, die dahinter stehen und den bürokratischen Weg freiräumen, ein paar großzügige Sponsoren, ach ja, und natürlich einen, der wie Friedhelm Kegelmann einmal die Idee lieferte und die ganze Rennerei auf sich nimmt. Das genügt und schon versammeln sich über 200 Radrenner nicht ganz zufällig vor Biketown Rose zur 90 Kilometer langen Muko Bike Tour 2014 durch den Kreis Borken. Übrigens schon zum zweiten Mal. Und wie etwa Heidens Bürgermeister Heiner Buss sind diesmal etliche Wiederholungstäter dabei. Die wissen, was auf sie zukommt. Nein, ich bin vor 2 Jahren auch mitgefahren, kenne also die Strecke und die Schwierigkeiten, vor allem die anstrengenden Steigungen. Und dafür sind wir bestens gerüstet. Immer schön hinter der Olympia-Zweiten von 1988, Jutta Thielemann. Zusätzliche Motivation, es geht zugunsten der Forschung der seltenen, aber leider tödlichen Krankheit Mukoviszidose, die vereinfacht gesagt vor allem das Atem- und Verdauungssystem verschleimt. Ja, die Mukoviszidose ist bis heute eine Erkrankung, die noch nicht heilbar ist. Die Forschung macht große Fortschritte, Medikamente zu entwickeln, die den Patienten wirklich helfen und ihre Lebenssituation deutlich verbessern. Sie sind auf einem guten Weg, aber es wird noch dauern, bis wir allen Mukoviszidosenkranken eine solche Therapie zur Verfügung stellen können. Und das kostet sehr, sehr viel Geld. Forschung ist teuer und das unterstützen wir mit unserer Aktion. Es ist uns sehr wichtig, dass wir die Mukoviszidose-Forschung auf dem Weg begleiten können. Bisher ist es ja leider noch nicht so, dass die Krankheit geheilt werden kann, aber dass wir zumindest den Weg auch begleiten können, den Familien Erleichterung und den Patienten Erleichterung zu verschaffen. Und wir danken einfach diesem großen Engagement dieser Organisation, dass sie so eine Veranstaltung auf die Beine gebracht haben. Vor allem nicht zuletzt auch durch das Engagement der in Rede ansässigen Gesellschaft gibt es auch große Erfolge im Kampf gegen die Krankheit. Ja, die Lebenserwartung der Patienten ist ungefähr auf das Doppelte gestiegen. Also wer heute mit einer solchen Erkrankung zur Welt kommt, hat immerhin eine Lebenserwartung bis ins mittlere Lebensalter. Aber wir wollen natürlich eine möglichst normale Lebenserwartung und normale Lebensqualität erreichen. Das ist das erklärte Ziel. Eine Vision, die noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, aber es wird kommen. Auch, weil sie jetzt fahren, die Radrenner. Deren Startgelder nämlich kommen eben dieser Forschung zugute. Möglich macht das nicht zuletzt auch der Kreis Borken, der diese nicht alltägliche Veranstaltung genehmigt hat. 200 Leute mitfahren, das Starterfeld ist komplett, die 200 Teilnehmer sind erreicht. Es ist immer ein total tolles Bild, wenn wir durch die Straßen von Bocholt nach Heiden, über Burlo nach Rehde und dann wieder zurück nach Bocholt fahren. Und gelohnt hat es sich auch. Über 40.000 Euro brachte die Tour der Herzen der Mukoviszidose-Forschung ein.